Mein Sohn, wir kämpfen nicht, weil uns die Welt dazu zwingt. Wir kämpfen für etwas Größeres. Wir dringen ins Unbekannte vor, um unser Versprechen zu erfüllen. Wir trotzen der Dunkelheit. Und nichts kann uns aufhalten. Nochmal. For the players. Ein wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Oldie von Immer am Limit und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit mir gemeinsam die Reise durch Midgard fortzuführen in Folge 24. In der letzten Folge haben wir die Nebenquest gemacht, beziehungsweise sie leider noch nicht beendet. Aber wir sind noch mittendrin statt nur dabei. Ja, unsere Information war gerade, dass wir einen Häschergeist getroffen haben, der damals den Wetschwein gehört hat. Und sein Sohn ihn sozusagen den Dolch in den Rücken gerammt hat, also ihn umgebracht hat. Und somit hat der Sohn den Wetzstein. Ja, und jetzt sollen wir sozusagen den Dolch, der ja im Häscher steckte, den haben wir sozusagen geklaut und den sollen wir jetzt zu Sindri bringen, in der Hoffnung, dass wir mit Hilfe von Sindri somit den Wetzstein finden. Mal gucken, also wir müssen jetzt zu Sindri zurück und dann schauen wir mal weiter, wie lang diese Nebenquest, und ich finde wirklich, dass sie sehr, sehr lang ist, eigentlich ist es schon eine Hauptquest, kann man sagen, dass er uns damit helfen kann. Denn uns erwartet natürlich eine wunderschöne Belohnung. Also auf geht's zurück. Hossa, hossa. So, hier waren wir überall drin. Das heißt, wir müssen geradeaus. Warum sollte sein Sohn ihn verraten? Geht's den da Vater oben hoch? Wegen der paar Schätze. Klingt nach da ist noch irgendwas. Was ich dir gesagt habe, Junge. Mutmaße niemals. Ja, klar. Er war wohl kein toller Vater, aber... Du kennst nur die halbe Geschichte. Mag sein. Ich will hier nochmal ganz kurz rein. Weil irgendwie ging's da auch hoch. Wie kommen wir da rein? Wie kommen wir da rein, Freunde? Das ist auf jeden Fall etwas. Komisch. Ihr seht ja selbst, da oben ist etwas. Aber wir kommen hier nicht hoch. Wie kommen wir da hin? Und wer schreit hier? Hier muss es irgendwie reingehen und dann irgendwie da hochgehen, aber wie? Hier ist auf jeden Fall noch was. Noch etwas Silber. Wie kommen wir da hoch? Beziehungsweise dort rüber. Eine sehr, sehr gute Frage. Also, ich bin jetzt gerade überfragt. Wie kommen wir da rüber? Also, da muss man auf jeden Fall hinkommen. Nur wie es geht, ist die Frage. Gehen wir erstmal zurück. Vielleicht kommen wir durch irgendeinen Gang von draußen noch irgendwie daran.
hier wahrscheinlich durch, oder? Gut, wenn es jetzt wirklich, ja, ist wahrscheinlich hier. Aber hier waren wir doch vorhin auch schon, oder? Na gut, es bringt uns jetzt überhaupt nicht weiter. Wir sind ja voll. Okay, ich hätte ja sein können, dass da vielleicht noch eine Kiste ist. Und ich hatte hier gerade draußen Schritte gehört. Wo sind wir hier? Das ist ja wirklich die Kammer der Riesenbeziehung. Alter Vater. Der greift uns aber so nicht an, ne? Komm, den machen wir aber noch kalt. Da gibt es bestimmt noch eine schöne Belohnung. Oh, warte. Und der hat Kraft. Und wir brennen. Au. Ich glaube, wir sind noch nicht fertig. Und hier gibt's wieder. Ah, die sind alle immer so schnell. Verdammt. Erstmal den kalt machen. Leider immer noch nicht. Verdammt. Achtung, rechte Seite. Oh, wow, wow, wow. Nein, verdammt. Na, das war sowas von dumm von uns. Okay. Hinter dir, Bruder! Feuer, hinter dir! Ja, alles klar, alles klar. Bevor er explodiert, gehen wir mal lieber noch eine Nummer zurück. Alles klar. Wenn du willst, dann helfe ich mehr. Mach ich mir einfach. Ja, das wäre super. Das wäre super, wenn er ein bisschen helfen würde. Nein, macht er ja. Er macht's ja. Er macht seine Arbeit gut. Waldvergessener. Okay. Puh. Himmel her, also was wir jetzt hier schon für Monster am Schlüssel hatten, das war, ja. Ich höre hier wieder irgendeinen Raben schreien. Nur wo? Sitzt der hier irgendwo? Fliegt der hier irgendwo? Das war doch da drüben, oder? Ich hab doch was gehört.
Aber ich sehe nichts. Weil hier waren ja vorhin sehr, sehr viele Odinsaugen. Also diese grünen Raben, die man zerstören muss. Ah. 3 Stück an der Zahl. Hätte ja sein können, dass es da noch einen vierten gibt. Schon wieder. Hör schon wieder so viele. Ne, das sind aber normale Raben. Oh, da oben hängt noch was. Ah, und dann nehmen. Ah, doch nicht. Zack. Und? Was sagt ihr zu Fafniers Lagerraum? Wir haben keinen Wetzstein gefunden. Dieser Dolch gehört dem Häscher, der ihn genommen hat. Das meiste von den guten Sachen war weg. Oh, naja. Nehmt das hier. Im Tausch gegen den Dolch. Naja, immerhin haben wir noch einen Talisman bekommen. Bringt der uns auch was? Wieder kriegen wir nur so ein Mist. Dafür haben wir uns jetzt diese Arbeit gemacht. Okay. Der Dolch, den ihr mir gebracht habt, ist recht interessant. Er ist schlicht, aber tadellos gearbeitet. Wo im Tempel habt ihr ihn gefunden? In einem Häscher. Oh. Er meinte, er gehöre zu einem größeren Clan. Vielleicht haben die den Wetzstein. Gut möglich. Seine Machart kommt mir bekannt vor. Ich muss euch um etwas bitten. Nur ein kleiner Gefallen. Schon wieder? Erinnert ihr euch an diesen Dolch? Der Dolch, der im Rücken des Häschers steckte? Umgebracht von seinem Sohn? Ja, den habe ich nicht vergessen. Also, seine Spur führt zu Häschern, die von der Norfri-Festung aus operieren. Ich wette, dorthin brachten sie ihre Beute aus Fafnirs Lagerraum. Zusammen mit dem Wetzstein. Mit dem ich euch helfen könnte. So sehe ich das auch, Kratos. So sehe ich das auch. Noch eine Schatzsuche. Sinnlos. Gucken wir uns das Ganze mal auf der Karte an. Ziele. Nebenquests. Familienangelegenheit. So. Karte. Und wo ist jetzt die Nebenquests? Die haben wir doch gerade ausgewählt. Oh, da hinten. Okay, da müssen wir sowieso hin, wenn wir hier lang gehen. In Richtung, ja, wie hieß der Ort? Wie hieß der Ort? Ich komme gerade nicht drauf. Ihr wisst Bescheid, was ich meine. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Wir sind jetzt hier. Und dann können wir dieses Gebiet hier noch einmal ein bisschen umklappern, bis wir dann in diese Richtung gehen. Ja, so ist der Plan. Wenn Sandy uns mit dem Wetzstein wirklich bessere Ausrüstung machen kann. Und der Sohn des Häschers, er hat seinen Vater ermordet. Da oben ist noch ein Rabe. Ich glaub's ja nicht. Ah, hier fällt noch einiges runter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob in diesen Leichen überhaupt Silber zu finden ist, aber man kann es ja probieren. So, mit dem Fahrstuhl geht's jetzt wieder nach unten. Und wir machen uns zurück. Odin und Freya als Paar unvorstellbar. Liebe und Hass sind enger verflochten, als du dir vorstellst. Zum Beispiel hasst Odin die Riesen und sie hassen ihn, aber Thors Mutter war die Riesin Fjörgyn, eine von Odins großen Lieben. Thors halb Gott und halb Riese? Schräg. Als Fjörgyn fort war, durchlitt Odin einsame Zeiten.
Und als der Krieg mit den Warnen tobte, erkannte ich, wonach er sich in Wirklichkeit sehnte. So, bevor die Geschichte weitergeht, gucken wir mal. Hier waren wir noch gar nicht. Da könnten wir eigentlich mal anlegen. Hier kommen wir raus. Was ist das denn hier? Fafnir-Schlucht, da waren wir gerade. Aber hier, dieser Bereich, der noch total im Nebel liegt, und da gehen wir doch mal direkt dran. Überzeugungsarbeit stimmte Freya zu. Eine Zeit lang war er ausgesprochen charmant. Er schien glücklich. Er schien sie glücklich machen zu wollen. Genug. Keine Geschichten. Nicht, wenn wir laufen. Wir konzentrieren uns auf den Weg. Verstehe ich voll und ganz. Aber hier kommen wir gar nicht hoch. Hier kommen wir noch gar nicht hoch. Hier sollen wir noch gar nicht hin. Alles klar. Dann geht's wieder aufs Boot und ich hoffe, die Geschichte geht weiter. Ah. Ich sehe etwas im Wasser. Aber hier können wir doch sicherlich irgendwie anlegen. Ah, da gibt's noch eine Truhe. Die nehmen wir natürlich noch mit. Wie war's, als Odin und Freya heirateten? Ich kann mich kaum noch an alle Wünsche erinnern, die er ihr erfüllte. Der Frieden hielt und ich glaubte, alles wäre noch besser gelungen, als ich es hätte planen können. Weißt du was? Ich erzähle sie dir später. Oh, was ist das denn? Eine Wiedergängerin. Ist hier noch einer? Tatsächlich. Dieses widerliche Lachen dieser Viecher, das ist ja... Ja, lach du mal, du kleines Mistvieh. Oh, das kann nicht wahr sein. Letzte. Oh Mann. Puh. Oh, da ist noch ein Rabe. Odin hat seine Augen überall, Freunde. Und der geht mir tierisch auf den Sack damit. Da müssen wir hoch oder können dort hoch. Kommen wir da jetzt schon ran? Ist die Frage. Nee, irgendwie ist das mit einem anderen Zauber versperrt. Hier genauso, da kommen wir auch noch nicht ran. Junge. Ja. Aha. Gut, das kommt ins Tagebuch. Ja. Gut, da können wir rüber, wenn wir wieder runtergehen. Kommen wir so nicht ran. Ja, wo führt uns das hin? Auch wieder hoch? Jawohl.
Oh Gott. Hm, vielleicht müssen wir doch nochmal runter. Egal, das holen wir uns dann zum Schluss. Je nachdem, wo wir rauskommen, ist die Frage natürlich, ne? Da ist schon wieder... Nein, was mache ich denn? Okay, hier geht's zu diesem... Ich bin fast tot, Freunde. Hey, noch eine Feuerschale. Du möchtest sie bestimmt entzünden. Darf ich? Nur zusauen. Okay, da geht's tief runter. Dann kommen doch bestimmt erstmal wieder solche Viecher, oder? Eigentlich ziemlich nice. Diese Attacke. Oh. Ich glaube da... Oh, die verbunkern sich dahinter. Ich glaub's ja nicht. Es bauen sich hier schon Barrikaden. Oh Gott, okay. Oh, wir sind sehr langsam, dadurch, dass wir jetzt angeeist sind. Alles klar. Ich glaube es nicht. Seid ihr beide lebendig? Ja. Noch ein Geist. Scheint so. Ja, noch ein Geist. Müssen wir da hin? Ja. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal etwas auf den Inseln gesehen habe, das nicht tot oder verdorben war. Wie meinst du das? Die Verwüstung, Kind. Sie sucht dieses Land heim und wird mit jedem Winter schlimmer. Kennst du ihre Ursache? Ich vermute, es hat mit dem Erscheinen der Weltenschlange zu tun. Zusammen mit der anschließenden großen Flut. Viele ertranken. Ich selbst auch. Kurz darauf erschienen die Toten. Brauchst du irgendwas von uns? Junge. Ich wollte nur wieder mit jemandem reden. Ein Wunsch, den du erfüllt hast. Danke. So, so. Okay. Wie kriegen wir das hier? Kommen wir hier ran? Ja, wir kommen hier ran, alles klar. Okay. Ah, dann kommen wir hier so hoch. Und wieder eine Kiste. Gibt's aber auch wirklich einige Kisten im Spiel, ne? Da geht's rüber, okay. Aber wo geht's hier hin? Oder geht das noch nicht? Atreus, komm her. Gut, ich komme. Doch, ich glaube... Erstmal gucken, ob wir da irgendwie rüberklettern können. Aber das ist eher nur zum Runterrutschen gedacht. Gut, dann gehen wir da wieder rüber. Hier kommen wir auch noch nicht ran. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir da rüber? Oh, und da hinten ist ein Rabe. Oder gehen wir hier rüber? Wir gehen erstmal hier rüber.
eine Kiste. Oho. Okay. Ymirs Atem. Ja, ich glaube, das nehmen wir. Ist auf jeden Fall ein geiler Griff. Ah, und dann können wir das hier runterkicken. Und hier direkt runterlaufen. So. Jetzt müssten wir eigentlich wieder unten sein, oder? Wenn wir jetzt diesen Weg hier wieder lang gehen, dann kommen wir ja auch wieder zur Kiste, die wir hier befreit haben. Jawohl. Okay, können wir das hier noch zerstören? Und können dann uns wieder auf den Weg nach oben machen. Um dann zur anderen Seite rüber zu schwingen. So, da waren wir. Ah ja, hier ging's. Hoppala. Hier ging's rüber. Zack. Ja, wie wir da jetzt rankommen? Ich komme da irgendwie nicht hin. Ah, doch, geht doch. Komisch, vorhin wahrscheinlich nicht an den richtigen Punkt gestanden, um das zu zerstören. Aber vorhin hat es auf jeden Fall nicht geklappt. Jetzt klappt's. So. Sind wir wieder hier. So, da kommen wir nicht hoch. Wir müssen jetzt nochmal hier hoch. Und dann auf die andere Seite rüber. Das war jetzt hier drüben. Okay. Müssen wir dran denken. Hier gibt es auf jeden Fall nochmal Odins Augen. Dass wir die nicht verpassen. Was ist das hier? Naja, das ist nur Algen-Gedöns. Oha. Ich glaube, hier gibt es so einige Sachen, die wir zerstören müssen. Aber hier hängt nichts weiter. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ein Beutel. Eine gefährliche Bestie. Wir werden ihn gemeinsam erledigen. Ein was? Das ist ein Werwolf. Hilfe! Oh Gott, der hat Kraft. Der hat Kraft. Ich hab's verstanden. Gib ihn. Immer rauf auf dieses Mistvieh. Auf jeden Fall wieder ein... Oh, Wolverine ist am Start. Auf jeden Fall sehr, sehr schnell, das Vieh. Okay, es weicht unser guten Axt aus. Alles klar, jetzt wird er sauer. Jetzt wird er richtig sauer. Nein, nein, das war dumm. Das war dumm. Wir hätten ihn fast gehabt. Wir hätten ihn fast gehabt. Also nochmal, Freunde. Oh, Mann. Nervig. Renne ich auch noch voll in das Gift rein. Okay. Also da rein. Genau. Hoppala. Ging das jetzt nicht? So, jetzt. Gefährliche Bestie. Wir werden ihn gemeinsam erledigen. Mhm. Oh Mann. Komm mal lieber hier hin, genau.
Okay, hab verstanden. Nein, nicht wieder da rein. Okay, das sieht wirklich aus wie so ein... Und er hat Kraft, er hat richtig Kraft. Ja, ja, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden! Du bist sauer! Jawohl, gut, so haben wir. Hab ich noch nie gesehen. Sahen aus, als kämen sie direkt aus. Gut, wie kommen wir jetzt da hin? Kann man das zerstören? Nein, kann man nicht. Kommt man so ran? Nein, geht auch nicht. Da ist auf jeden Fall eine Bombe. Vielleicht kommen wir von hier oben ran. Sieht gut aus, oder? Sieht sehr gut aus. Gut. Hier kann man hoch. Ahoi, Matrosen! Hier ist euer Captain Kratos! Hehe. Da unten gibt es auf jeden Fall wieder eine Möglichkeit. Oh, alles klar. Dann muss es hier ja auch eine Kiste geben. Eine Spezialkiste. Da geht's auf jeden Fall hoch, da waren wir aber noch nicht. Ah, hoffentlich nehmen wir alles mit hier. Ah, und jetzt kommen wir hier wieder raus. Ach nee, wollte gerade sagen, hier waren wir auch noch nicht. So, was hat uns das jetzt gebracht? Ah, hier hinten. Ja, alles klar. Alles klar, ich hab's verstanden. Komm, schieß. Glaube, oh, wir brennen. Oh, und ich hab meine Axt gerade nicht am Start. Nein, immer her. Ja, das wäre eine gute Idee. Ach Mann, Freunde, ey. Wir brauchen neue Rüstung. Wir brauchen unbedingt neue Rüstung. Und ja. Ich muss schneller reagieren wahrscheinlich. So, okay. Dann lass uns doch erstmal dort hochgehen. Bevor wir die Reise... Aha. Ah, hier ist die Kiste. Alles klar. Tatzel... Sind das Tatzelwürmer wieder? Die Wölfe. Das sind Wölfe. Ja doch, mein Gott. Mistviecher. Sei still, komm! Okay, wie kriegen wir das dann kaputt? Ungefähr so. Und hier muss es auch noch was zum Zerstören geben, oder? Also das friert hier auf jeden Fall nicht ein. Aha.
können wir gerne mal probieren. Ah, andersrum. So, das ist einmal das Symbol. Und? Und was? Ist die Feuerschale? Wenn es sein muss. Hier, Junge. Ja, mach die Feuerschale, komm. Quake hier. Diese Mistviecher explodieren. Vater, hilf mir! Lass mich raus! Dein Junge braucht Hilfe! Na, sage mal. Hinüber, absolut. Das wäre dann erledigt. Boah. So, haben wir denen jetzt geholfen dabei? Oder wie? Oder was? Oder wo? Ja, sieht so aus. Der redet nicht mit uns. Egal. So, was haben wir noch für Symbole? Ein E und ich sag mal, nennen wir das mal einen D. Ne? Aber wie komme ich dann hier ran? Ah, alles klar. Gut. Gehen wir nochmal runter. Hier war auf jeden Fall so ein Teil. Ja, das ist das Richtige, das ist D. Und wo ist das andere gewesen? Ja, wie können wir... Ah, das müssen wir wahrscheinlich von da oben irgendwo zerstören. Müssen wir also nochmal hier hoch irgendwie? Wie war das doch gleich? Oder? Wir müssen auf jeden Fall irgendwo hin, wo wir das Ganze zerstören können. Sieht aber nicht danach aus. Also ich sehe da nichts. Ach so, hier war doch irgendwo dieser Rabe noch, oder? Oder haben wir den jetzt schon? Ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Junge. Toll. Hier würde ich gerne zum Schluss hin, aber wie kriegen wir das da oben kaputt? Wie kriegen wir das kaputt? Ah, das könnte natürlich auch sein, dass wir hier oben uns hinstellen müssen. Und von hier oben dann irgendwie was sehen. Nein, aber auch nicht.
Also das müssen wir auf jeden Fall irgendwie zerstören. Von hier oben vielleicht. Aha, guckt mal. So, und was hatte ich gesagt? Wie drehen wir das jetzt? Ah, ist nur auf der einen Seite. Machen wir erstmal die Kiste auf. So. Was zeigt das jetzt für ein Symbol? So, das müsste es gewesen sein. E und D? Ah, da geht's rein. Hier müssen wir rein, Freunde. Okay. Okay, okay, okay. Gut gemacht, Jungs, dass ich so etwas noch mal miterleben durfte. Was willst du? Euch danken. Diese toten Häscher haben mich vor vielen Wintern ertränkt. Ich wollte sehen, wie sie ihre Strafe bekommen. Du bist nach der Überschwemmung gestorben? Das bin ich. Ich kam zum See der Neun, um Thiels Tempel zu plündern, doch ich unterschätzte die Schwere der Verwüstung. Hast du noch andere Männer gesehen? Lebende? Einen bärtigen mit Tätowierungen? Nur den, der gerade vor mir steht. Danke, dass ihr meinen Tod gerecht habt. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ja, wir können nicht erwarten, dass alle etwas Nützliches wissen. Oha. Hier geht's noch runter. Ich sag euch, Freunde, wir müssen wirklich jeden Winkel, hoppala, jeden Winkel begutachten. Ihr seht, wenn ich jetzt hier nicht runtergeguckt hätte, hätten wir uns diese wunderschöne Kiste nicht geben können. Na, jetzt will er nicht hoch. So, liebe Freunde, wir stehen jetzt sozusagen vor diesem Tor, was wir gerade befreit haben. Und wie es dahinter weitergeht, erfahrt ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich wie immer bei euch allen fürs Einschalten und Verfolgen dieser Folge, dieses Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine Bewertung und einen Daumen in nördliche Richtung sehr, sehr freuen. Wenn ihr es mir verpassen wollt, dann lasst doch ein kostenloses Abo da, kostet nichts. Und dann könnt ihr mit mir gemeinsam Teil dieser God of War Geschichte werden. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, liebe Freunde, ciao, ciao und immer schön lecker bleiben. Tschüsschen.